Hallo und herzlich willkommen zum Tag des offenen Denkmals im Porzellanikon. Mein Name ist Kathleen Klötzer und wir werden heute zusammen das Museumsgelände entdecken. 1866 gründete Jakob Zeidler auf diesem Gelände eine Porzellanfabrik. Der Hauptgrund, warum Zeidler ausgerechnet an dieser Stelle seine Fabrik baute, war, dass ein Jahr vor der Gründung der Fabrik hier die Bahnstrecke Hof-Eger eröffnet wurde. Mit der Bahn konnten die Rohstoffe, die benötigt wurden, schnell hin und das fertige Porzellan auch sehr schnell abtransportiert werden. So kam zum Beispiel die Kohle aus Böhmen und das Kaolin aus der Oberpfalz. Andere Materialien und auch die Abfallstoffe wurden mithilfe eines Transportsystems in die anderen oder aus den anderen Gebäuden gebracht. Heute ist nur noch wenig von diesem Transportsystem zu sehen. Lediglich in unserer Ausstellung Porzellinerleben kann man noch einen kleinen Teil des Transportsystems sehen. Das Herz der Fabrik, damit sind die Dampfmaschinen gemeint. Denn ohne Dampfmaschine kann keine Fabrik funktionieren. Die Produktion würde nicht laufen und es könnte auch kein Geld verdient werden. Dass die Dampfmaschinen etwas ganz Besonderes waren, sieht man schon an der Gestaltung der Maschinenhäuser. So waren die Wände mit farbigen Zierbändern versehen und es gab, und das ist ganz wichtig, in den Maschinenhäusern gefließte Fußböden. Diese waren so wichtig, weil es im Maschinenhaus immer sauber sein musste und Fliesen waren einfacher zu reinigen als Dielen oder Beton. Der Dampfkessel ist eigentlich genauso wichtig für die Fabrik wie die Dampfmaschinen, denn ohne Dampf können die Dampfmaschinen nicht angetrieben werden. Unser Dampfkessel stammt aus dem Jahr 1928 und besitzt eine Heizfläche von 120 Quadratmetern. Der Wasserdampf, der beim Erhitzen des Wassers entstand, stieg an die höchste Stelle des Dampfkessels auf, in den sogenannten Dampfdom. Von dort aus wurde der Dampf über den Überhitzer geleitet. Dieser heißt so, denn dort wird der 100 Grad heiße Dampf noch einmal auf 350 Grad erhitzt. Zum Schluss wird der Dampf noch unterirdisch zu den Dampfmaschinen geleitet und treibt diese an. Wie in jeder Fabrik, vor allem wenn sie viel mit Feuer zu tun hatte, gab es auch hier eine Werksfeuerwehr. Bis Ende des 19. Jahrhunderts befand sich die Werksfeuerwehr von Jakob Zeidler nicht auf dem Firmengelände. Erst 1890 wurde an dieser Stelle ein Spritzenhaus und eine Wagenremise gebaut. Im Spritzenhaus befand sich ein Spritzenwagen. Heute besitzt das Porzellanikon sogar zwei davon. Allerdings nicht aus dieser Fabrik. Besonders interessant ist, dass einer der beiden Spritzenwagen grün ist. Der Grund dafür ist, dass dieser Spritzenwagen aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt. Im November 1938 wurde die Feuerwehr der Polizei unterstellt. Die Berufsfeuerwehren wurden in dieser Zeit als Feuerschutzpolizei bezeichnet. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen die Werksfeuerwehren auch Feuerwehrautos. Auch wir haben eine alte Feuerwehr auf unserem Gelände stehen. Sie gehörte der Porzellanfabrik Bauscher-Weiden und stammt aus dem Jahr 1975. Zu Bauscher-Weiden ist sie 1988 gekommen. So, ihr habt's geschafft. Wir haben das Porzellanikon fast einmal umrundet. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem kleinen Ausflug in die Geschichte der Porzellanfabrik. Ich würde mich freuen, euch bald mal im Porzellanikon begrüßen zu dürfen. Bis bald!